Jess, der Insta-Walk, Instagrammer aus ganz Bonn und Umgebung, kommen hier zusammen, um gemeinsam Fotos zu machen im Bonner Münster. Instagram ist so der wichtigste soziale Kanal, um Bilder zu verbreiten. Und wir haben hier eine ganz tolle Community in Bonn. Das sind ein paar hundert Leute und von denen sind so etwa 30 Leute hier, um gemeinsam das Bonner Münster kennenzulernen. Nicht so wirklich Insta-Walk. Ich habe auch auf dem Handy gar kein Instagram drauf. Ich mache jetzt Periscope gerade und ja, habe nur noch 20%, deswegen wird es nicht so viel lang werden. Aber ja, ich kann jetzt nicht sagen, wie mein Foto hochlädt, weil ich gar kein Instagram auf dem Handy habe. Weil ich erstens ganz spannend finde, den Bonner Münster mal mit Kamera in Ruhe anschauen zu können und gleichzeitig auch Leute da kennenzulernen, die Ähnliches tun im Internet. Alleine die Kombination Kirche-Handy. Ja, ist ganz außergewöhnlich, aber das ist ein Reiz, ja. Etwas Verbotenes zu machen. So ein bisschen. Aber Internetverbindung ist ausbaufähig. Hängt es gerade ein bisschen, aber ist super. Doch, macht sehr viel Spaß. Hier hoch, dass das ein ganz wichtiger Ort ist. Das Bonner Münster hat so viele Geheimnisse, die alle zu lüften und die alle kennenzulernen, das würde den heutigen Abend sicherlich überstrapazieren. Aber so ein paar Sachen, die gucken wir uns heute an und vor allen Dingen gehen wir auch mal ein bisschen hinter die Kulissen. Ich sitze gerne so, zu Hause auch. Priestersitz wäre mir nicht so recht, weil das ein herausgehobener Sitz, der für die Liturgie bestimmt ist. Ja. Deswegen würde man den gerne reserviert lassen. Gab es nicht das allgemeine Priestertum oder so, habe ich mal gelesen. Das Problem ist immer die Nachahmung. Wir möchten ja nicht, dass demnächst der Priester reinkommt und sagt, entschuldigen Sie mal bitte, das ist jetzt mein Sitz gerade für die Liturgie, könnten Sie mal aufstehen, das passiert dann schon mal. Es ist Industrialisierung. Ich sehe Dinge, die ich sonst noch nicht gesehen habe. Ganz neue Perspektiven, schöne Fotos gemacht. Soll ich Ihnen eins zeigen? Das war noch nicht. Was hat es mit diesem Schirmchen auf sich? Ich hatte ja eben gesagt, in der Krypta. Geschrieben, vielleicht kann es ja einer bestimmen. Ich bin nicht gläubig, aber ich glaube, dass alles, was hier ist, für irgendjemanden eine Bedeutung hat und dementsprechend sollte man das halt behandeln. Ne? Ja, ich glaube, dass das so mit die Kirche am meisten symbolisiert, neben vielen Malereien und Skulpturen, dass das dass halt die Menschen die Kerzen anzünden, um an jemanden zu denken. Aber schön, hat Spaß gemacht. Das ist auch mal interessant, so eine große Orgel hier in der Umgebung spielen zu können. Und ja, das hat richtig Spaß gemacht. Man sieht, ich habe jetzt rote Wangen. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe den Eindruck, wir haben genau das erreicht, was wir wollten. Wir haben interessante Leute, gute Fotografinnen und Fotografen hier ins Münster gebracht. Die waren interessiert, die waren begeistert und die haben tolle Bilder gemacht. Also die Ergebnisse lohnen sich. Auf Instagram gehen, Hashtag InstaMünsterBN und die Ergebnisse sind großartig. Und man sieht wirklich, was dieses Münster zu so einer tollen Kirche macht.